Was das Wichtige ist, ist, dass viel auf dem spirituellen Weg die Erfahrung der Unendlichkeit und der Leere und des Nichts machen. Aber diese Erfahrung dann nur zu kurz ist. Durch Übungen, durch den Kontakt mit dem spirituellen Lehrer tauchen diese Erfahrungen auf. Und manchmal tauchen sie auf, ohne irgendein Dazutun. Aber dass sie nur auftauchen und dann wieder vergehen, ist zu wenig. Durch das Aufwachen gehst du nicht wieder weg, bleibst du in diesem Sein des Friedens, der Stille. Erfahrungen alleine, wenn sie zeitbegrenzt sind, sind noch nicht so schön sie sind, noch nicht das Ganze. Da ist dann immer noch jemand da, der die Erfahrung macht, der wieder weggeht und der darauf hofft oder etwas tut, damit sie wiederkommt. Was erfährst du jetzt? Es ist noch so. Es ist immer noch so. Ja. Bleib da drin und komm nicht wieder. Einfach nirgendwo nach mehr greifen, sondern stattdessen dich tiefer da reinfallen lassen. Was gibt es noch für Fragen? Für ein paar Fragen haben wir noch Zeit. Nee, mein Mikrofon, Mikrofon, Mikrofon. Ich wollte zu dem Workshop fragen. Hallo? Ich habe gelesen, nächstes Wochenende der Workshop heißt irgendwie so wie für die, die es wirklich wissen wollen. Aha. Das klingt irgendwie interessant und ich fragte mich jetzt gerade, ob du bestimmtes Konzept da jetzt schon hast und wenn ja, was da geplant ist oder ob das spontan sich ergibt aus der Situation. Es hat sich rausgestellt, ich mache öfter diese Wochenenden, einmal im Monat oder einmal in 6 oder 8 Wochen, dass es gut ist, wenn die so einen thematischen Schwerpunkt haben. Und dieser thematische Schwerpunkt für das nächste Wochenende, wenn man es wirklich ernst meint oder wissen will, bedeutet Folgendes. Diese Sehnsucht, mit der fängt es an, der spirituelle Weg. Und dann ist jemand auf dem spirituellen Weg, in Anführungsstrichen, und ist aber dennoch mehr oder weniger darin eingerichtet, dass das Leben so voranschreitet, wie es bis jetzt immer vorangeschritten ist. Innerlich darauf eingerichtet ist, und wenn man innerlich darauf eingerichtet ist, dann richtet sich der ganze Geist darauf ein und verstärkt diese Trance, dieses Eingeschlafensein, dieses, oh, ich muss mich sorgen und ich brauche was und die Menschen lieben mich nicht genug oder ich muss mich anstrengen, dass sie mich lieben und hat der oder der mich auch wirklich beachtet oder was dergleichen kommt. Und dieses Eingerichtetsein steht dem Aufwachen im Weg. Und darum ist es nötig, von Zeit zu Zeit daran erinnert zu werden, was hindert dich wirklich noch daran aufzuwachen? Was wäre, wenn du in 3 Wochen aufwachen würdest? Wie offen bist du dafür, innerlich
das überhaupt zuzulassen? Und dann geht es darum, die Frage nachzugehen, was steht mir noch im Wege? Und das ist durchaus individuell. Bei einem dies, beim anderen das. Und dann geht es darum und darum, wie können diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Um an dem Wochenende teilzunehmen, muss man nicht unbedingt schon lange auf dem spirituellen Weg sein. Man kann auch direkt mit dem Wichtigsten anfangen. Direkt mit den letzten Hindernissen, die im Weg stehen, noch beginnen. So, darum wird es sich an dem Wochenende drehen. Und was wir schon haben, ist, wir haben Übungen, die man machen kann, die sich entwickelt haben, Bewusstheitsübungen, die es einem ermöglichen, innerlich diesen Weg leichter mit der Unterstützung eines anderen und dann mit sich alleine zu machen. Und von solchen Übungen werden wir welche benutzen, um... Punjabi sagte mal, manchmal ist es einfach der Zeitpunkt, dass man den letzten Angriff auf dieses Ich oder auf das Aufwachen hin starten sollte. Dann richtet man plötzlich ja gewissermaßen seine ganze Aufmerksamkeit darauf. Klärt es deine Frage? Soweit erstmal, ja, danke. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Du hast gerade so Worte in den Mund genommen wie Angriff auf das Ego und aus dem Weg räumen. Gibt es etwas oder ist es überhaupt möglich, etwas auf diesem Weg, spirituellen Weg zu beschleunigen? Also, aber hallo. Meine Erfahrung ist die, dass ich immer wieder Fortschritte oder Weiterentwicklungen erlebe, aber auch immer wieder Rückschritte, auch immer wieder Augenblicke, wo es so ist, dass sich irgendwas in mir sträubt. Was bezeichnest du als deine Fortschritte? Vertrauen zu entwickeln, Hingabe, mich fallen lassen zu können. Aha. Und es gibt immer wieder auch Phasen, wo mir das nicht gelingt, wo ich das Gefühl habe, völlig abgekommen zu sein von meinem Weg. Ja. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht die Übung gerade. Da ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte, das ist mir zu schnell. Wenn ich nach innen gehe, da kommt erstmal jede Menge Schmerz und Trauer. Ja. Und das erlebe ich jedes Mal als befreiend, wenn ich da durchgehe, aber es ist auch immer wieder so, dass ich davonlaufe. Kann ich auf diesem Wege hin zu mir, zu meinem Inneren, zu dem Mut, das auszuhalten, irgendetwas beschleunigen? Das ist meine Frage. Ja, du hast völlig recht. Diesen Gefühlsschichten, denen ich da begegne, die sind dein ganz persönliches Abenteuer. Insofern, als die Gefühle, die da auf dich zukommen, mit dir zusammenhängen, mit deinem Leben, dein Leben ist. Und natürlich die Alltagsgefühle, es gibt trotzdem Allgemeinheiten, die für alle gültig sind. Und darunter wird Trauer oder Schmerz sein. Da hast du völlig recht. Darunter wird Verzweiflung sein, manchmal mehr, manchmal weniger. Und darunter ist Angst. Natürlich kannst du beschleunigen. Zum einen weiß man, beim Joggen gehen, wenn man joggen geht, dann weiß man, wenn man nur alle 14 Tage joggt, läuft oder Walking macht oder was man dergleichen tut, hat man jedes Mal Muskelkater. Der Körper hat einfach nicht die Zeit, sich daran zu gewöhnen und aufzubauen. Wenn man es also etwas ernsthafter betreiben will oder so betreiben will, dass es einem Freude macht, dann meint man, nee, alle 14 Tage ist zu wenig, zum Joggen zu gehen durch den Wald und jedes Mal Muskelkater zu haben. Wenn ich es einmal die Woche mache, dann kriegt der Körper keinen Muskelkater mehr.
Und dann merkst du, wenn ich das schon tue, ist das befriedigender. Aber du machst noch keine Fortschritte. Und dann merkst du, wenn ich zweimal die Woche laufe, dann wird es immer leichter und immer angenehmer. Diese spirituelle innere Entwicklung folgt auch so einer so einem Prozess. Wenn ich also nur zweimal im Jahr zum spirituellen Lehrer auf ein Retreat gehe, besteht die Gefahr, dass ich gewissermaßen immer wieder von vorne anfange, dann 14 Tage da bin und dann kommt ein halbes Jahr wieder Pause und dann schläft alles wieder ein. Also ist es gut, wenn das einen roten Faden behält. Das ist auch der Grund, warum ich mich fast ausschließlich darauf konzentriere, hier in Berlin zu arbeiten und gewissermaßen jede Woche zur Verfügung zu stehen, fast jede Woche, und die Arbeit jedenfalls so anzubieten, dass wer will, eine richtige Kontinuität darin bekommt. Dann kannst du es durch andere Sachen beschleunigen. Man weiß, dass dieser innere Prozess, wo Gefühle hochkommen, denen man sich dann stellt, dass das eine innere Zeit braucht, einen Raum braucht, der durch bewusstseinsverändernde Drogen oder auch andere regelmäßige Süchte immer wieder unterbrochen wird. Weil Süchte sind ja dazu da, den Gefühlen wegzulaufen. Wenn man also stattdessen, und Sucht kann alles sein, zu viel telefonieren, ständiges Telefonieren oder was man auch regelmäßig tut, um sich selber wegzulaufen. Wenn man das unterbricht, wenn man das nicht tut, ist plötzlich innerlich ein leerer Raum da, ein freier Abend beispielsweise. Und dann geschieht etwas. Und dann hat ein Gefühl, innerlich ein Gefühlsprozess, die Chance, sich zu entfalten. Von der Trauer oder dem Schmerz, den du da sprachst, hat dann Zeit, sich zu entfalten. Das wäre eine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Was es auf jeden Fall beschleunigt, ist dann das, was wir als Partnerarbeit machen, wo du dich mit jemand anderem, der auch diese Körperübungen, Bewusstheitsübungen kann, einmal die Woche triffst und ihr zu zweit bestimmte Übungen machen, die den Körper lockern, die das Atmen lockert, die es dir ermöglicht, diese Gefühle und den inneren Prozess zu erleben. Das alles sind Dinge, mit denen man den Prozess beschleunigen kann. Man merkt es, dass die Menschen, die in dieser Weise so eine Kontinuität, einen roten Faden in ihre spirituelle Veränderung bekommen, dass die am meisten davon profitieren. Manche sagen tatsächlich, wenn sie 3 Monate weg waren, dass sie dann erst merken, wie sehr sie dadurch wieder vom Alltag oder von ihrem, was alles im Kopf ist, von den Ich-Gedanken, Befürchtungen und da wieder aufgefressen wurden. Ich glaube, dass diese Kontinuität ziemlich wichtig ist. Die auch von einem selber abhängen, dass man es nicht so oft unterbricht mit. Wie ein Motor. Wenn der immer nach 3 Kilometern wieder anhält, dann wird er nie richtig warm, dann fängt er nie an. Dieser innere Prozess ist ein wirkliches Abenteuer. Der Einsamkeit zu begegnen und nicht wegzulaufen. Der Angst vernichtet zu werden und nicht wegzulaufen. Und wenn man so diese Gefühle und diese Inneren einlädt, dann hilft plötzlich das Leben, indem es einem bestimmte Situationen verschafft, in denen man solche Erfahrungen macht, die man gerade braucht oder die einem gerade weiterhelfen. Das geht dann Hand in Hand.
du kannst offen dafür sein, in 2 Wochen aufzuwachen oder in 2 Jahren. Und dann bewegst du dich darauf hin und dann wird es selbst wieder unwichtig. Dann wird es fast unwichtig, ob du aufwachst oder jemand anders. Und dann merkst du, dass dein Leben einen wirklichen Sinn bekommt und den Sinn bekommt, den es sowieso hat und eine abenteuerliche Richtung bekommt und weit ab ist von dem, was der normale Mensch, der sich einrichtet mit seinen Kompromissen und Halbheiten und irgendwie nur davon getrieben zu sein scheint, die Zeit, die er auf dieser Erde zur Verfügung hat, über die Bühne zu bringen. Und nur um Schadensbegrenzung sich bemüht. Im Unterschied dazu wird es dann ein anderes Leben. Mikro. Wenn ich dieser Leere, dieser Unendlichkeit, diesem Nichts begegne und darin auch verweile, was ist dann mit Mitgefühl, Liebe, Bezogensein auf andere Menschen, Lebewesen, alles, was mich umgibt? Du bist von alleine Liebe. Du musst nichts tun dafür. Wie viel du dann bezogen wirst auf andere Menschen oder nicht, ist ganz offen. Du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Dein Handeln wird stärker von der Liebe bestimmt, aber die Liebe ist oft nicht das, was man sich vordergründig darunter vorstellt. Die Liebe, die man kennt, ist fast nur eine Liebe, die etwas braucht und haben will. Und es wird dann plötzlich eine Liebe, die nichts braucht und nichts haben will. Lass es auf dich zukommen und